Leute, es ist Winter und wir fahren natürlich trotzdem mit dem Mountainbike, sind wir unterwegs auf den Trails. Aber wie ist es eigentlich mit den Komponenten? Kann es schlecht sein, im Winter zu fahren bei kalten Temperaturen, Salz auf der Straße? Kann es schlecht sein für die Komponenten? Und das ist genau die Frage, die wir heute beantworten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit 4 Freeze Gear. Und Leute, wir springen jetzt einfach durch. Wir schauen uns die einzelnen Komponenten an, die wichtig sind, und da beantworten einfach die Frage, ob da was sein kann. Und wir fangen natürlich erstmal an mit den teuersten Komponenten. Und das ist unsere Gabel und unser Dämpfer. Was könnte hier denn kritisch sein? Zum Beispiel die kalten Temperaturen, denn in unserer Gabel und auch in unserem Dämpfer sind Flüssigkeiten drin, sind vor allem Öle drin oder eigentlich nur Öle. Und die Frage, die sich da viele stellen, ist, kann es zum Beispiel so kalt sein, dass meine Öle hier drinnen in der Gabel gefrieren und dadurch dann irgendwie ich irgendwelche Dichtungen zerstöre, wenn ich hier Druck auf die Gabel gebe? Da kann ich euch erstmal entwarnen. Erstmal ist es so, ein Öl hat offiziell gar keinen richtigen Gefrierpunkt, sondern es heißt Stockpunkt. Und es bedeutet einfach nur, es wird so kalt, dass das Öl nicht mehr schön fließt. Das heißt, das Öl wird einfach immer viskoser und viskoser. Je viskoser ein Öl ist, desto zähflüssiger ist es. Und irgendwann ist es eben so zähflüssig, dass es stockt. Das kann man ungefähr gleichsetzen mit Gefrieren. Ganz einfach gesprochen, es ist nicht mehr wirklich flüssig, sondern es ist eher fest. Aber hier gibt es gleich eine Entwarnung, denn in den meisten Gabeln und Dämpfern wird synthetisches Öl verwendet. Und dieser Stockpunkt ist bei synthetischen Ölen einfach erst bei so zwischen minus 30 und minus 50 Grad Celsius, je nachdem, welche Zusatzstoffe in diesem Öl noch, welche Additive heißt das, noch zu diesem Öl beigemischt sind. Und mal ganz ehrlich, bei minus 30 Grad, da kenne ich niemanden, der noch mit dem Mountainbike draußen unterwegs ist. Flüssigkeiten sind aber eben nicht nur in der Gabel und im Dämpfer, sondern auch in der Bremse. Und das ist unser nächster kritischer Punkt, die Bremsflüssigkeit. Da stellt sich die Frage, kann es bei der Bremsflüssigkeit dazu kommen, dass sie gefriert? Denn wenn die Bremsflüssigkeit gefriert, dann könnt ihr den Hebel nicht mehr ziehen, ihr könnt einfach nicht mehr bremsen. Heutzutage laufen aber fast alle Bremsen mit dem Bremsöl bzw. der Bremsflüssigkeit DOT 5.1 und da ist dieser Stockpunkt bei kleiner minus 50 Grad Celsius. Also das sollte überhaupt kein Problem sein. Shimano-Bremsen laufen mit einem Mineralöl und bei den meisten Mineralölen bewegt sich dieser Stockpunkt auch so zwischen minus 30 und minus 50 Grad Celsius. Also, solange ihr nicht in der Nacht in der Antarktis mit eurem Mountainbike unterwegs seid, solltet ihr auch mit euren Bremsen kein Sicherheitsproblem erstmal haben. Gut, damit hätten wir die Flüssigkeiten im Mountainbike abgedeckt, aber es gibt natürlich noch andere Teile und andere Einflüsse, die schlecht sein könnten. Schauen wir uns das nächste an. Und zwar, was sich einige fragen, gerade bei einem Mountainbike mit Hinterradfederung, also bei einem Fully, hier sind ganz viele Lager hinten verbaut. Hier vorne in unserem Steuersatz sind Lager verbaut. Und da ist natürlich die Frage, kann es sein, dass durch die Kälte diese Lager irgendwie geschädigt werden können? Wie schaut es eigentlich aus? Also ganz ehrlich, erstmal ist es so, die Lager sind abgedichtet. Und hoffentlich habt ihr sie auch, wenn ihr alle meine Videos schaut, dann macht ihr das hoffentlich auch so, habt ihr sie auch schön geschmiert. Das heißt, da sollte eigentlich keine Flüssigkeit drin sein. So eine Schmiere kann eigentlich auch nicht gefrieren. Und die Lager sind natürlich auch aus Stahl. Sprich, selbst wenn da ein bisschen Eis drinnen wäre, es würde so diesen Stahlbällchen und den Außenringen, Innenringen der Lager überhaupt kein Problem machen. Es würde einfach das Eis wegcrushen. Also selbst wenn da Eis drinnen wäre, wäre das kein Problem, aber dazu sollte es überhaupt nicht kommen. Sprich, bei den Lagern müsst ihr euch wirklich überhaupt nichts denken. Denn was viele Leute nicht wissen, im Winter hat man nicht nur die Winterreifen am Auto, weil man sagt, hey, man hat mehr Profil, sondern da geht es vor allem auch darum, um die Gummimischung. Denn so ein Gummi ist wirklich designt, um in einem ganz bestimmten Temperaturbereich zu arbeiten. Und wenn es einfach zu kalt wird für das, wo der Gummi eben ausgelegt wird, dann wird der Gummi sehr hart, sogar spröde kann er werden. Und das bedeutet einfach, dass er sich nicht so perfekt an den Untergrund anschmiegt und ihr einfach weniger Grip habt.
Und auch bei Mountainbike-Reifen ist es so, die sind natürlich erstmal für wärmere Bedingungen ausgelegt. Wenn ihr zum Beispiel Winterreifen euch anschaut, da steht immer dabei, also zum Beispiel Reifen mit diesen Spikes, steht immer dabei, dass auch eine spezielle Gummimischung verwendet wurde. Und die Gummimischung ist dann eben dafür, dass es auch bei kalten Temperaturen oder gerade bei kalten Temperaturen eben genau die richtige Härte hat, dieser Gummi. Aber wirklich mehr als nur ein bisschen schlechteren Grip habt ihr da eigentlich nicht. Von dem her könnt ihr wirklich ganz easy eure Sommerreifen, eure Downhill-Reifen einfach auf dem Bike lassen und mit denen auch im Winter rumfahren. Aber natürlich dieses Problem, dass Gummi und Plastik spröde wird, wenn es kalt ist, das betrifft natürlich auch andere Bauteile, wie irgendwelche Plastikbauteile, eure Dichtungen und so weiter. Denn jeder kennt dieses Video, man hat zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Gurke, haut die in Liquid Nitrogen und dann wird die auf den Tisch gehauen, sie zerbricht, sie zerspringt, weil sie so kalt ist. Genau das gleiche kann bei Plastik passieren, aber man muss ganz ehrlich sagen, in den Temperaturen, in denen man noch Sport macht, da sollte das eigentlich kein Problem sein. Das heißt, hier müsst ihr auch nicht wirklich drauf schauen. Und damit kommen wir zur schlimmsten Sache, die es im Winter gibt. Und es ist direkt hinter mir, die Straße. Um genau zu sein, das Salz auf der Straße, weil das ist wirklich der absolute Korrosionsbeschleuniger. Da gibt es wirklich nur einen Tipp, das betrifft nämlich vor allem diese ganze Schaltung, also hier Ritzelpaket, Kettenblatt, Kette, Umwerfer, aber natürlich auch eure Lager, eure einzelnen Bauteile. Hier gibt es nur einen einzigen Tipp, den ihr wirklich im Winter unbedingt befolgen solltet. Und zwar, wenn ihr von einer Mountainbike-Runde nach Hause kommt, dann macht sofort euer Bike sauber. Hier solltet ihr mit dem Putzen wirklich nicht irgendwie einen Tag oder eine Woche warten. Denn glaubt mir, nach einer Woche ist eure komplette Kette verrostet. Es ist einfach wirklich schlecht für die Bauteile. Das heißt, wenn ihr noch einen Gartenschlauch habt, der vielleicht irgendwo innen angeschlossen ist, weil meistens sind die Gartenschläuche außen ja ausgesteckt, dann sprüht das Bike einfach sofort ab. Das Wichtige, das Ziel ist hier wirklich einfach, das Salz wegzukriegen. Eine andere Möglichkeit ist, nehmt das Bike mit in die Wohnung und stellt es einfach in die Dusche. Einfach kurz einmal absprühen. Das Wichtige ist wirklich, dass das Salz weggeht. Dann werde ich hier wohl eher nichts sauber machen. Müssen wir mal das Bike in die Dusche packen. Leute, als Mountainbiker muss man ganz klar Prioritäten setzen. So kriegt ihr das auch sauber oder salzfrei, auch wenn draußen eben alles eingefroren ist. Und dann danach solltet ihr natürlich immer eure Kette ölen. Natürlich könnt ihr hier aber auch gleich schnell ein Bike Wash Produkt hernehmen. Kurz auftragen, dann wird das Bike direkt sauber, das Salz wird fix weg sein und dann natürlich noch die Kette ölen, dann solltet ihr wunderbar gerüstet sein. Ja, und das wären alle Punkte. Ich denke, eigentlich steht dem Biken im Winter nichts im Wege. Ihr habt es gerade gemerkt, das sind alles nur kleine Anmerkungen. Aber ich wollte euch einfach mal trotzdem dieses Know-how mitgeben, auf was ihr dann auch achten müsst. Und ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Wenn ja, bitte lasst einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr meint, was noch ein kritischer Einfluss sein könnte im Winter beim Biken. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch schon bald beim nächsten Video mit 4 Freeskier. Bis dann, Leute. Ciao und macht es gut. Und ich werde jetzt noch eine kleine Runde am Trail fahren. Let's go.